und gerade noch auf der Showbühne jetzt hier bei mir im Studio, Lis Görgel und Thomas Kamel. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Dankeschön. Wie viele Stunden habt ihr geschlafen heute? Oder gar nicht? Oh ja, 4 waren es bei mir. 4? Ja, circa. Ah, schaut super fit aus. Ja, was die Maske alles macht. Sag, also großartig, Gratulation zu dem Sieg gestern. Realisiert man das eigentlich schon so schnell? Nach 12 Wochen, glaube ich, waren es, Proben und Tanzen. Wie geht es euch damit jetzt? Ah, ja, ich glaube, das schon langsam kommt und es haben sich echt die Ereignisse überschlagen. Die Wochen Schritt für Schritt sich zu steigern, zu schauen, was ist möglich. Und gestern, wir haben uns jetzt vorhin noch mal den Tanz genau angeschaut und das hat wirklich super hingehauen. Hat alles gepasst? Nichts, ja, besser als, ne, wie bei der Generalprobe. Ja. Ich fand's, wenn man gestern beobachtet hat, auch die Zusammenfassung dieser ganzen Tänze, die ihr innerhalb von 8 Wochen insgesamt gelernt habt, war unglaublich. Also 2 Tänze pro Woche. Du hast auch jedes Mal dir etwas Besonderes einfallen lassen, zugeschnitten auch extra für die Lis. Woran hast du das festgemacht? Herr Gott, ich glaube, das ist einer der ganz großen Aufgaben, die wir haben beim Choreografieren und auch die große Kunst, Choreografien zu gestalten, die interessant sind, aber eben auf seinen Partner zugeschnitten. Und das war bei der Lis eigentlich dann relativ bald klar, wo wir die Geschichte immer wieder hinentwickeln können. Was? Ganz kurz, kann man das festmachen? Die Lis hat für mich von Anfang an das Potenzial für sehr weibliche Bewegungen gehabt, was sie sich zum Teil selber gar nicht so zugetraut hat und vielleicht sich viele gar nicht vorstellen hätten können, so von der Skipiste direkt aufs Tanzparkett. Und das war ganz klar, dass wir das versuchen werden rauszuholen, hart an dem arbeiten. Und eben dann umso mehr damit zu überraschen. Lis, du hast selber gesagt, deine weibliche Seite ist jetzt viel stärker zum Vorschein gekommen. Gibt es noch etwas, was du sagst, das hat dich wirklich verändert in diesen vielen Wochen? Was ganz spannend war für mich, war, wie der Thomas und ich gemeinsam funktioniert haben. Und wir sind uns eigentlich sehr ähnlich. Und ich habe durch ihn sehr viel über mich selber kennengelernt. Auch von meiner Arbeitsgrundhaltung, die, glaube ich, sehr ähnlich ist. Er war sehr diszipliniert. Diszipliniert. Uns wurde auch nachgesagt, dass wir extrem ehrgeizig sind, was ich nicht so finde. Ich finde einfach, dass wir sehr fokussiert und zielorientiert gearbeitet haben. Und das war wirklich eine Grenzsituation, wo wirklich alles auf Spitz und Knopf zugeht, dass das dann am Freitag das funktioniert. Eine Grenzerfahrung in allen Bereichen und dementsprechend muss man sich dann einfach, bekommt man einfach wirklich Erkenntnisse, wie man funktioniert und was es noch braucht. Und dann die letzte Woche sehr locker gestaltet, zumindest was die Zeit betrifft, sehr viel Zeit gehabt, um zu trainieren, was dann auch Druck aus dem ganzen System genommen hat. Und aber es ist interessant, weil in der Minute, das ist ja wie bei einem Sportler, musst du natürlich sofort die Leistung abliefern. Jetzt die große Frage natürlich, viele sagen, es ist jetzt vorbei, es war eine sehr intensive Zeit, jetzt ist diese Zeit aus. Wie geht es dir damit jetzt, wenn du in die Zukunft blickst? Was mir geht es super. Ich habe gesehen, ich liebe die Show, ich liebe die Bühne. Das werde ich beim Singen weiterverfolgen. Oder auch mein zweites Standbein ist, ich bin Trainerin und gebe auch Vorträge und Workshops. Das Thema Bewegung habe ich jetzt auch beim Tanzen wieder neu entdecken können, finde ich ganz, ganz wichtig. Und das ist mir ein großes Anliegen. Auch einbauen für deine Zukunft. Und bei dir geht es jetzt auch gleich mit dem nächsten Projekt weiter, Thomas. Ja, jetzt sind, also 1-2 Tage werden wir schon versuchen, uns ein bisschen auszuruhen. Aber es kommt jetzt Liveball, da sind wir choreografisch immer mit an Bord. Das ist der letzte leider, wie gestern bekannt gegeben worden ist. Aber auch da werden wir uns noch einmal so richtig ins Zeug hauen, dass wir eine Choreografie gestalten, die dem Thema entsprechend und ist und dem auch gerecht wird. Na, da habt ihr beide tolle Projekte vor euch. Danke euch und genießt euren Sieg. Danke, Thomas. Danke. Danke, Lis. Danke.